Heute gilt unsere Aufmerksamkeit dem Yellowstone National Park. Wir werden hier sehen, was die Launen der Natur in den letzten Jahrtausenden erschaffen haben. Er ist der älteste und vielleicht auch berühmteste Nationalpark der USA. Gegründet wurde er im Jahre 1872. Jährlich strömen mehr als 3 Millionen Besucher aus allen Ländern hierhin und wir gehören heute auch dazu. Bei der Anfahrt erblicken wir im Fluss eine große Hirschherde. Nun geht es jedoch zur Einfahrt des Yellowstone National Parks. Wir folgen diesem Bach, der uns zum ersten Teich mit einer geothermalen Quelle führt. Überall sehen wir, wie Gase durch die Wasseroberfläche des Teichs dringen. Von diesem Wasserfall im Madison River aus fahren wir weiter entlang des Sees. Wapiti Hirsche erblicken wir oft entlang der Straße. Die höchste Temperatur, die jemals in einem geothermischen Gebiet im Yellowstone gemessen wurde, war in einem wissenschaftlichen Bohrloch nur 326 Meter unter der Oberfläche mit 237 Grad Celsius. Das hellblaue Wasser des Norris Geyser Basin gehört dem heißesten, ältesten und dynamischsten Thermalgebiet im Yellowstone. Norris führt Beweise dafür auf, dass der Yellowstone seit mindestens 115.000 Jahren thermische Merkmale aufweist.
Die Eigenschaften des Beckens ändern sich täglich, verursacht von häufigen Störungen durch seismische Aktivitäten und Wasserschwankungen. Die überwiegende Mehrheit der Gewässer bei Norris ist sauer, einschließlich der sehr seltenen sauren Geysire. Das Gebiet benannte man nach Philetus Norris, dem zweiten Superintendanten vom Yellowstone. Er lieferte erste detaillierte Informationen über die thermischen Eigenschaften. Verglichen mit anderen Geysirbecken im Yellowstone ist das meiste Wasser im Norris-Becken sauer und nicht basisch. Es gibt sogar einige Geysire mit saurem Wasser, was sehr selten ist. Dieses saure Wasser gestattet anderen Bakterien als in anderen heißen Quellen dort zu leben. Deshalb unterscheiden sich die Quellen im Norris-Becken farblich von den übrigen Quellen. Nach einer Mittagspause begeben wir uns zu einem weiteren Gebiet im Yellowstone. Als Namensgeber diente der Yellowstone River. Zum größten Teil liegt im Bundesstaat Wyoming und stellt das Herz des größeren Yellowstone-Ökosystems dar. Bekanntheit erlangte er vor allem für seine geothermalen Quellen wie Geysire und Schlammtöpfe sowie für seine Wildtiere wie Bisons, Grizzlybären und Wölfe.
Im Jahre 1978 erfolgte dann seine Ernennung zu UNESCOs Weltnaturerbe. Geothermale Aktivitäten unter der Oberfläche ließen diese dramatische Ansammlung von Bergen, Flüssen, Canyons, Quellen und Geysiren entstehen. Der Nationalpark liegt zu weiten Teilen in der vor rund 640.000 Jahren entstandenen Caldera des Yellowstone-Vulkans. Das ist die Magmakammer, die im Meer aus 8 Kilometern Tiefe liegt. Die Magmakammer erstreckt sich über eine Länge von 80 Kilometern, 40 Kilometer Breite und ist 10 Kilometer mächtig. Der Yellowstone-Vulkan zählt damit zur Gruppe der Supervulkane. Er ist der größte Supervulkan auf dem amerikanischen Kontinent. Die in den heißen Quellen vorzufindende hohe Konzentration an Bakterien führt zu einer Verfärbung des Wassers. Selbstverständlich suchen wir den Geyser Old Faithful auf. Er ist einer der bekanntesten Geysire der Erde. Mit seiner diesenförmigen Gestalt ist er im oberen Geysirbecken des Yellowstone National Parks vorzufinden. Er ist fast alle 90 Minuten regelmäßig aktiv.
Eine Eruptionssäule klettert bis zu einer Höhe von ca. 30 bis 55 Metern. Die Dauer dabei beträgt meistens zwischen 1,5 und 5 Minuten, wobei zu einem Ausstoß von 14.000 bis 32.000 Litern heißes Wasser kommt. Unseren heutigen Tag im Yellowstone schließen wir mit unvergesslichen Eindrücken ab.